Vermutlich fragt ihr euch jetzt, warum der Fisch gestorben ist. Das liegt daran, dass Fische nicht so atmen wie wir Menschen. Wir Menschen atmen mit Hilfe unserer Lungen und Fische atmen mit Hilfe ihrer Kiemen. Kiemen sind besondere Atmungsorgane, die es den Fischen ermöglichen, zum Atmen unter Wasser zu bleiben. Sie müssen also nicht bei jedem Atemzug an die Wasseroberfläche schwimmen und dort sauerstoffhaltige Luft einatmen, sondern nehmen über ihre Kiemen einfach den im Wasser gelösten Sauerstoff auf. Wie funktioniert das nun? Dazu schauen wir uns die Lage der Kiemen und ihren Aufbau einmal näher an. Die Kiemen liegen bei den Fischen an beiden Seiten des Kopfes und sind durch harte, knöcherne Kiemendeckel geschützt. Die Kiemen der Fische bestehen meist aus jeweils vier knöchernen Kiembögen, an denen zahlreiche Kiemenblättchen befestigt sind. Mehrere Kiemenblättchen liegen dicht übereinander und bilden zusammen eine Kieme. An der Innenseite der Kiembögen im Bereich der Mundhöhle befinden sich viele dornartige Fortsätze, die sogenannten Kiemenreusen. Wenn Fische einatmen, dann saugen sie mit dem Wasser auch Nahrungs- und Schmutzteilchen ein, die an den Kiemenreusen hängen bleiben. Die Nahrungsteilchen werden dann in die Speiseröhre befördert und die Schmutzteilchen vom Fisch wieder ausgespuckt. Die Kiemenreusen wirken also wie ein Filtersystem. Doch wie wird nun von den Kiemen der Sauerstoff aus dem Wasser aufgenommen? Der Fisch öffnet sein Maul und saugt bei geschlossenem Kiemendeckel Wasser in die Mundhöhle ein. Beim Ausatmen schließt er das Maul und presst das Wasser durch die geöffneten Kiemendeckel nach außen. Das Wasser strömt dabei zwischen die dünnwändigen Kiemblättchen und an ihnen vorbei. Die Kiemblättchen sind von zahlreichen Blutgefäßen durchzogen. Der Sauerstoff tritt hier aus dem Wasser in das Blut über. Das nun sauerstoffreiche Blut wird im ganzen Körper verteilt. Beim Ausatmen wird dann Kohlenstoffdioxid aus dem Blut über die Kiemblättchen ins Wasser abgegeben. So, jetzt kommen wir wieder zu unserer ursprünglichen Frage zurück. Weshalb ersticken Fische an Land? Das liegt daran, dass die Kiemblättchen so dünn sind und an der Luft sofort austrocknen und miteinander verkleben. Um funktionstüchtig zu bleiben, müssen Kiemen also von Wasser umgeben sein. An der Luft ist der Fisch nicht mehr in der Lage, über seine Kiemen Sauerstoff aufzunehmen. Er erstickt also. Eigentlich ist das recht merkwürdig, dass Fische an Land keine Luft mehr bekommen. Denn die Luft hat ja einen höheren Sauerstoffanteil als das Wasser. Das stimmt, aber einmal ausgetrocknete und verklebte Kiemen sind nicht mehr funktionsfähig. Sie haben dann noch eine zu geringe Oberfläche, um ausreichend Sauerstoff aus der Luft aufnehmen zu können. Selbst wenn die Kiemen noch etwas feucht und noch nicht vollständig verklebt sind, wird der Fisch an Land sterben. Denn Kiemen dienen den Fischen auch als Ausscheidungsorgane. Viele Fische scheiden über ihre Kiemen stoffwechselnde Produkte, also Abfallstoffe, aus, zum Beispiel stickstoffhaltiges Ammoniak. Mit jedem Atemzug unter Wasser frischt ein Fisch also gleichzeitig sein Blut auf und reinigt es von Giftstoffen. An Land ist das nicht mehr möglich. Fische ersticken also nicht nur an Land, sondern sie vergiften sich obendrein auch noch selbst. Fassen wir noch einmal zusammen. Kiemen liegen an beiden Seiten des Kopfes und werden durch den Kiemendeckel geschützt. Kiemen bestehen aus vier Kiembögen, an welchen viele Kiemenblättchen befestigt sind. An der Innenseite der Mundhöhle liegen die Kiemenreusen, welche die Schmutz- und Nahrungsteilchen filtern. Der Gasaustausch findet in den Kiemenblättchen statt. Sobald die Kiemen mit Sauerstoff in Berührung kommen, trocknen sie aus und verkleben. Kiemen werden auch als Ausscheidungsorgane verwendet. So, das war's dann auch mit dem heutigen Video. Like und Abo nicht vergessen, wir hoffen, ihr habt was gelernt. Ciao!